Nachdem wir das letzte Mal über den Vorstadtkrokodile-Film aus den 70ern geredet haben, habe ich mir jetzt auch die Neuauflage aus 2009 angeschaut und mir alles, was es an Bonusmaterial gab, reingezogen. Wir reden heute darüber, wie der Film gemacht wurde, welche interessanten Behind-the-Scenes-Geschichten es gibt und was im Vergleich zum Originalfilm abgeändert wurde. Ich hatte ja beim letzten Mal schon die Geschichte vom Originalfilm zusammengefasst und da der neue Film auf dem gleichen Buch basiert wie der alte Film, ist die Geschichte im Kern die gleiche geblieben. Junge im Rollstuhl wird in eine Clique integriert, die sich die Vorstadtkrokodile nennt. In der Nachbarschaft gibt es Einbrüche und die Gruppe deckt das alles auf. Da es etwas langweilig wäre, die gleiche Geschichte einfach ein zweites Mal detailliert zu erklären, schauen wir uns jetzt lieber erstmal an, welche Unterschiede es gibt. Das sind hier aber nur die Unterschiede zwischen den beiden Filmen. Ich weiß, dass es im Buch zum Beispiel Maria war, die die Feuerwehr gerufen hat und es in beiden Filmen anders gemacht wurde. Wenn ihr noch andere Unterschiede zur Buchvorlage kennt, schreibt's hier gern in die Kommentare. Die eine oder andere Person fragt sich vielleicht, wo ich überhaupt gerade bin. Ich bin gerade wieder für 2 Wochen am Boden. Und ich habe jetzt einfach die Location rausgesucht, die ich im letzten Video in einem Kindheitsfoto eingeblendet hatte. Da hatte ich noch blonde Haare und stand irgendwo hier rum. Hat bestimmt jeder erkannt. Ich stelle den einfach mal irgendwo in den Hintergrund, wo er gut sichtbar ist. So, hier sollte man es sehen, oder? Sieht man das im Video überhaupt? Ich weiß es nicht. Es ist theoretisch noch im Bild. Das ist gut genug für mich. Auf meiner Fahrt von Berlin hierher habe ich im Zug ein bisschen gearbeitet. Das heißt in meinem Fall, dass ich das 5. Harry Potter Hörbuch fertig gehört und mir die Unterschiede zum Buch rausgeschrieben, zum Film rausgeschrieben habe. Und da ich öffentlichen Netzwerken nicht so ganz vertraue, wer da alles sieht, was ich mache und Daten abgreift, habe ich, dreimal dürft ihr raten, NordVPN benutzt. Die sind ungelogen einfach richtige MVPs, unterstützen den Kanal jetzt schon seit Monaten. Ich habe das sogar vorher schon benutzt und denke, dass es für euch auch ganz hilfreich sein kann. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Ihr könnt euch an bis zu 6 Geräten gleichzeitig damit verbinden und euer ganzer Datenverkehr ist dann verschlüsselt, sodass auch in öffentlichen Netzwerken keiner sieht, wo du dich gerade aufhältst und welche Daten du gerade sendest und empfängst. Zum einen steigert das deine Sicherheit, weil du anonym und verschlüsselt unterwegs bist und der NordVPN-Bedrohungsschutz dich vor betrügerischen Links und anderen Bedrohungen schützt. Zum anderen bietet NordVPN dir auch neue Möglichkeiten. Mit den mehr als 5500 Servern in über 59 Ländern könnt ihr es aussehen lassen, als wärt ihr in einem ganz anderen Land. Und dann kann man damit das Geoblocking auf verschiedenen Websites umgehen. Ihr könnt dann zum Beispiel auch Streaming-Angebote aus anderen Ländern ansehen. Über den Link nordvpn.com/demon bekommt ihr einen großen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, das ich auch habe. Und einen Monat NordVPN gibt's noch gratis on top dazu. Dank der 30 Tage... Ich hätte schon wieder fast Jahre gesagt. Dank der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze auch risikofrei testen. Klickt dafür einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wir vergleichen jetzt die Unterschiede zwischen den Vorstadtkrokodilen-Filmen. Los geht's! Die ganze Geschichte wurde in die späten Nullerjahre gelegt. Es gibt jetzt also Handys, Digitalkameras und moderne Kindernamen. Aus Kurt wurde zum Beispiel Kai, aus Egon wurde Dennis und aus Olaf wurde Olli. Und was ich mir mit den Fingern mache, ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt nicht richtig gezählt. Kurt hat im Original schon länger in der Siedlung gewohnt, zumindest gibt es keine Anzeichen darauf, dass es anders sein sollte. Kai im neuen Film ist allerdings gerade erst hergezogen und seine Eltern dachten sich, ey, lass doch mal für unseren Sohn im Rollstuhl ein Haus aussuchen, was eine richtig beschissene Treppe am Eingang hat. Man sieht später mal, wie er da runterkommt, aber wie kommt er denn da hoch? Mal ganz im Ernst. Vielleicht schätze ich das aber auch komplett falsch ein. Falls hier Leute zuschauen, die im Rollstuhl sitzen, könnt ihr mir gern mal in die Kommentare schreiben, ob man da wirklich hochkommen würde oder nicht, weil ich kann es mir irgendwie noch nicht so wirklich vorstellen. Die Eltern wurden auch etwas abgeändert. Hannes zum Beispiel hat jetzt eine junge, alleinerziehende Mutter, die einen Laden hat und nebenher studiert, während er früher mit Vater und Mutter aufgewachsen ist. Kais Mom ist jetzt so ein mega Kontrollfreak und traut ihrem Sohn gar nichts zu. Außerdem will sie von ihm, dass er Freunde findet, weil er sonst in eine Sonderschule gesteckt wird. Wenn du am Ende der Ferien Freunde hier gefunden hast, die in der Schule auf dich aufpassen, fein. Ansonsten bist du vielleicht auf der Förderschule für Körperbehinderte besser aufgehoben. Allgemein wurde diese Authentizität, die ich im Originalfilm mochte, hier zum Großteil rausgestrichen. Der Regisseur meinte, dass er keinen Dokumentarfilm drehen wollte, sondern eine schöne, konstruierte Geschichte. Deshalb hat er die Mütter zum Beispiel auch so gegensätzlich inszeniert. Und vieles, was im alten Film noch glaubwürdig war, ist hier halt extrem überspitzt für die Dramatik. Während Hannes im Originalfilm an der Regenrinne baumelt, bis die Feuerwehr kommt, fällt er im neuen Film noch weiter runter und hält sich mit der Krokodilkette fest, die langsam kaputt geht, was natürlich viel spannender
aber halt totaler Quatsch ist. Kurt rutscht im Originalfilm in der Ziegelei in ein Loch, aus dem er nicht mehr alleine rauskommt. Langweilig. Im neuen Film stürzt eine Brücke ein und verfehlt knapp Maria. Dann rutscht eine Palette mit Steinen auf Kurt zu. Der heißt Kai. Und die Kids entkommen gerade noch rechtzeitig, bevor es einen starken Aufschlag gibt. Extreme. Das hat mich sehr an diesen Jackass 2-Stunt erinnert, wo am Ende das Haus umfällt und Johnny perfekt durch das Fenster durchgeht. Die Figuren im neuen Film sind auch allgemein eher Karikaturen als Menschen, die man wirklich so sehen würde. Dennis ist inzwischen einfach nur das reine Böse. Also wirklich übertrieben wie so ein Comicbuch-Gegner böse. Bist du lebst? Hallo, das hat der Olli doch nicht so gemeint. Halt die Fresse, Fettbacke. Im alten Film gab es auch Momente, wo er menschlich wirkte. Zum Beispiel, als er sich auf dem Minigolfplatz für Kurt eingesetzt hat. Er hat bezahlt, also darf er. Dessen Arm, du hältst dich da raus. Im neuen Film gibt es diese Charaktertiefe leider nicht mehr. Da hat man nur am Schluss, als er festgenommen wird, so einen kleinen reumütigen Blick zu seinem Bruder. Im alten Film wurde das Baumhaus zum Beispiel auch noch von der Forstverwaltung abgerissen. Ich habe euch gewarnt, der Förster. Im neuen wird es aber von Dennis und seinen Freunden abgefackelt, weil sie fucking böse sind. Franks Bruder hat alles abgefackelt. Im neuen Film gibt es auch etwas Detektivarbeit, wo sie mit Bildern der Reifenspuren an der Ziegelei herausfinden wollen, wer die Einbrecher sind, was dazu führt, dass sie von Bikern durch die Stadt gejagt werden. Extreme. Und im alten Film gab es ja die Szene, als Egon und seine Freunde Kurt angreifen und ihn auf den Boden schmeißen. Das eskaliert im neuen Film irgendwie komplett und führt zu einer Raserei durch die Innenstadt, bei der die drei Biker Kai jagen, der einen Raketenantrieb in seinem Rollstuhl eingebaut hat und waghalsige Manöver macht. Ja, extreme. Das hat mich an diese Szene aus Jackass 3 erinnert, als der Rollstuhlfahrer mit dem Antrieb über eine Schanze springt. Nur, dass das cooler war. Kai hat jetzt auch eine Vorgeschichte zu seiner Querschnittslähmung bekommen. Er war nämlich nicht immer im Rollstuhl, sondern ist da durch seinen Vater Smudo gelandet. Der hat Kai wohl in einem Einkaufswagen rumgeschoben, der ist gegen ein Geländer gekracht und dadurch ist Kai ein Stockwerk tief runtergefallen. Also so ähnlich wie der Stunt bei Jackass 3, wo Ryan dann im Einkaufswagen in solche Kartons reinspringen will, aber bam, vorher das Tor runterlässt. Und ein paar Sachen, bei denen ich mochte, dass die sich im alten Film organisch ergeben haben und einfach so passiert sind, sind hier jetzt plötzlich voll aufgebauscht und verlieren dadurch zumindest meiner Meinung nach ihren Charme. Im alten Film war es zum Beispiel so, dass Hannes Kurt einfach mochte und ihn deshalb mit zu den Krokodilen genommen hat, wo er sich dann nach und nach in die Gruppe integriert hat und auch schnell angenommen wurde. Im neuen Film bekommt Kai von seiner Mutter, wie in einem Videospiel, eine Quest, dass er neue Freunde finden muss und Hannes nimmt Kai nur mit, weil er Geld für seine Mutter braucht und Kai Infos zu den Einbrüchen hat. Ich kann hier mir aushelfen. Oder die Einbrecher schnappen und die Belohnung kassieren. Ich weiß, wo sie hin sind. Ich sag's dir, wenn du mich mit zu eurem Treffpunkt nimmst. Dadurch geht auch dieser ganze Gedanke der Integration im Film für mich etwas im neuen Film verloren. Weil sich das früher einfach so von selbst ergeben hat, aber im neuen Film direkt an Konditionen und Einflüsse von außen gebunden ist. Ich weiß auch nicht, wie so eine Sprengung abläuft, aber im neuen Film versuchen die Krokodile, die Einbrecher in der Nacht vor der Sprengung in der Ziegelei zu überführen. Müsste da nicht eigentlich theoretisch schon alles mit Sprengstoff versehen und abgeriegelt sein? Oder geht es mit dem Sprengstoff so fix, dass man das erst ein paar Stunden vorher macht. Falls sich da jemand auskennt, gerne in die Kommentare damit. Was im neuen Film aber keinen Platz gefunden hat, wie ich im letzten Video auch schon vorhergesagt habe, war das Thema Alkohol. Im Originalfilm hatte man mehrere Szenen in der Kneipe. Kurt hat das Bier von seinem Vater probiert und die Kinder haben Alkohol besorgt und sich richtig abgeschossen. Davon gibt es im neuen Film keine Spur. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht in Teil 2 oder 3 dann aufgegriffen wird, wenn die ein bisschen älter werden. Da werde ich dann aber in meinem Video zu den Filmen drüber berichten. Hast du gesehen? So wird's gemacht. Man hat bisher vielleicht schon rausgehört, dass ich den neuen Film nicht so sehr mochte wie den originalen. Das hängt aber hauptsächlich mit der Art der Inszenierung zusammen. Wir haben ja schon bei den wilden Hühnern darüber geredet, dass Cornelia Funke da viel Wert darauf gelegt hat, dass die Geschichten nicht zu übertrieben sind und da Dinge passieren, die wirklich jedem passieren könnte. Und dementsprechend sind die Filme auch sehr bodenständig geblieben. Und der neue Vorstadtkrokodile-Film hat eigentlich genauso eine bodenständige Geschichte, wurde aber mit der ganzen übertriebenen Action und so weiter
weiter so inszeniert, als wäre es ein Fantasy-Action-Film und das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich fand es aber trotzdem total spannend zu sehen, wie die Geschichte aussieht, wenn sie anders umgesetzt wird und war auch stark beeindruckt, wie manche Dinge gemacht wurden, als ich das Bonusmaterial gesehen habe. Der Film wurde wieder in der gleichen Gegend gedreht, in der auch der Originalfilm gedreht wurde. Viele Szenen der Siedlung und die Häuser sind in Hückelhofen, was mit dem Auto eine halbe Stunde von Bracht weg ist, wo der alte Film gedreht wurde. An der Stelle habe ich auch mal eine Frage an euch. Unter dem letzten Video waren viele geschockt, dass ich die Vorstadtkrokodile nicht in der Schule als Thema hatte. Im Bonusmaterial wurde gesagt, dass das so eine richtige Ruhrgebietsgeschichte ist. Deshalb meine Frage, hast du das Buch in der Schule gelesen und falls ja, kommst du aus dem Ruhrgebiet? Vielleicht ist das ja so ein lokales, ortsabhängiges Ding. In der Anfangsszene wurde ein Fake-Dach verwendet, das nicht so hoch war, wo der Hintergrund dann nachträglich eingefügt wurde. Vor allem diesen Shot finde ich dabei total krass, weil da vom Fake-Dach eine Kamerafahrt gemacht wird und der Übergang zum digitalen Bild einfach so nahtlos ist, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass das nicht echt ist. Die Feuerwehr ist übrigens die echte Feuerwehr aus Brüggen und der Feuerwehrmann hier hat auch im Originalfilm als Frank mitgespielt. Die halbe Portion? Hey! Den sieht man auch später nochmal bei der Sprengung. Im Audiokommentar wurde gesagt, dass man mehrere Krokodile von früher im Film unterbringen wollte, die haben aber dann an keiner Stelle mehr angesprochen, ob man da jetzt noch jemanden sieht oder nicht. Falls ihr also noch irgendjemand von den anderen Schauspielern gespottet habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es gab auf jeden Fall ein Meet and Greet mit 8 bis 10 der Originalschauspieler, davon sieht man im Bonusmaterial aber leider nicht viel. Die Häuser, in denen gedreht wurde, gehörten zum Teil Familien, die gesagt haben, ja klar könnt ihr bei uns drehen, wir gehen dann halt so lange irgendwie für ein paar Wochen in den Urlaub. Das Produktionsteam hat die Häuser dann komplett anders möbliert und zum Teil auch neu tapeziert. Was ich auch krass fand, waren die Wetterbedingungen. Es sollte die ganze Zeit sonnig und warm aussehen, hat aber einfach meistens geregnet. Hier bei der Szene in der Küche hat es zum Beispiel richtig geschüttet und sie haben einfach Strahler vor die Fenster gestellt, damit es sonnig aussieht. In der Szene, als Smudo kommt, soll es auch sonnig aussehen, man erkennt aber im Hintergrund ganz leicht, dass es eigentlich regnet und Smudo hat so ein paar Regentropfen auf dem Hemd. Als sie durch die Ziegelei gehen, ist da auch der ganze Boden nass, weil es dauernd geregnet hat und viele Dialoge, wie zum Beispiel der hier am Ende, mussten später nachsynchronisiert werden, weil man in der Originalaufnahme den Regen auf dem Dach gehört hat. In der einen Szene, wo es dann aber wirklich regnen sollte, hat dann aber die Sonne geschienen, weshalb man da mit einer Wind- und Regenmaschine gearbeitet hat. Dieser Stunt mit der herunterstürzenden Brücke besteht übrigens aus mehreren Teilen, die nacheinander gefilmt und dann zusammengesetzt wurden. Die Brücke konnte maschinell langsam heruntergefahren werden, was man dann später vorgespult und über einen Shot mit Maria drüber gelegt hat. Einige Außenszenen bei Nacht wurden tagsüber gedreht und dann mit Farbfiltern bearbeitet, damit es so aussieht, als wäre es Nacht. Kinder dürfen nämlich nur bis 22 Uhr arbeiten, aber um die Jahreszeit wurde es immer erst um kurz vor 10 dunkel, weshalb da einfach kaum Zeit war, um Nachtszenen zu drehen. Die Szene in der Ziegelei wurde zum Beispiel tagsüber gedreht, man hat aber alles abgedunkelt, damit es aussieht, als wäre es Nacht. Extreme. Das Titellied vom Originalfilm heißt Amore Mio von El Pasador und eine Coverversion davon läuft beim neuen Film in der Polizeistation und im Abspann vom Film. Wir wollen eine Anzeige aufgeben. Wegen Diebstahl. Hinsetzen, warten, Klappe halten. Was auch vom alten Film übernommen wurde, ist Martin Semmelrogge. Der hat damals Egon gespielt und hat sich am Golfplatz gegen Willi Semmelrogge, seinen Vater, aufgelehnt, der dort den Minigolfplatzbesitzer gespielt hat. Im neuen Film spielt Martin selbst die Rolle, die damals sein Vater hatte. Verstehe ich nicht. Dann lass es dir übersetzen, du Macaroni. Verdammt, ich bin noch kein Italiener. Mir doch egal. Und an der Stelle ist mir übrigens aufgefallen, dass im Hintergrund jemand ein wilde Kerle-Shirt anhat. Und da wir es gerade von den wilden Kerlen haben, ich schätze mal, jedem ist aufgefallen, dass Hannes von Nick Romeo Reimann gespielt wird, der bei den wilden Kerlen als Nerv dabei war. Aber der absolut beste Schauspieler von den wilden Kerlen ist hier auch in ganz vielen Szenen dabei. Und ich wette, dass du das nicht wusstest. Es geht um unseren Liebling Lennart Berzbach, aka Gonzo Gonzales. Christian Ditters, der Regisseur von vom neuen Vorstadtkrokodile-Film hat 2006 auch den Film Französisch für Anfänger gemacht. Da hat Lennart Berzbach auch mitgespielt und hat bei Vorstadtkrokodile ein Regiepraktikum gemacht und den Regisseur bei verschiedenen Aufgaben unterstützt und auch mehrmals im Film mitgespielt, allerdings immer so im Hintergrund, wo man ihn kaum sieht. Also ich bin der Lennart, ich bin der Regiepraktikant
Oktay Özdemir konnte terminlich bedingt öfter nicht zum Drehen anwesend sein. Deshalb ist er, by the way, auch am Ende in ein Loch gefallen, weil man keine Zeit hatte, mehr Szenen mit ihm zu drehen, also verschwindet er da einfach. Lennart hat an manchen Stellen Oktays Rolle übernommen, zum Beispiel hier beim Einbruch und hier auf dem Basketballfeld. Das ist Lennart! Außerdem war Lennart hier als Double für Kai dabei und man sieht ihn auch hier bei den Albaner-Kindern rumstehen. Hallo. Wollte ich gerade mit einem Stück Lauch bewerfen. Ja, okay, werf den Lauch. Ey, das ging ja gar nicht ab. Ach, der wiegt ja auch nichts. Tja, Philipp, du bist jetzt auch mit drauf. Hallo, was geht? Ich war tatsächlich überrascht, dass Lennart hier so viel mitgewirkt hat und was ich auch cool fand, damit schließe ich jetzt auch die Brücke zu Jackass, die ich vorher schon ein paar Mal geschlagen habe. Die Rollstuhlstunts hier wurden von Aaron Fotheringham gemacht, den ich aus Nitro Circus kenne, wo Johnny Knoxville auch beteiligt ist. Aaron sitzt halt im Rollstuhl, macht aber trotzdem die krassesten Stunts, wagt sich dadurch einen Looping durch oder springt im Stadion einfach ewige Distanzen. So haben wir mit Aaron und Lennart zwei Leute im Film dabei, mit denen ich absolut nicht gerechnet habe. Und auch wenn der Film jetzt nicht unbedingt meinen persönlichen Geschmack trifft, finde ich die Entstehungsgeschichte doch total spannend und freue mich, dass die Geschichte nochmal modern erzählt wurde. Ich habe unterm letzten Video ein paar Kommentare bekommen, dass man es so doof findet, dass er jetzt in die moderne Zeit angepasst wurde. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Die Kinder aus den 70ern haben schon ihren Vorstadt-Krokodile-Film, mit dem sie sich identifizieren können. Und mit dem neuen wurde das Gleiche für die neue Generation ermöglicht. Und wie ich das bei euch immer rauslese, gibt es ja auch sehr viele Leute, die mit den Filmen aufgewachsen sind und die super finden. Ich hoffe mal wieder, dass euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht was Neues aufgeschnappt habt, was ihr davor noch nicht wusstet. Mir macht es auf jeden Fall immer wieder Spaß, Filme anzuschauen, die ich noch nicht kenne und mir dann beim Bonusmaterial solche Sachen herauszufinden, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. So, dann hole ich den Film mal wieder, den ich so im Video platziert habe, dass ihr den die ganze Zeit sehen konntet. Im Prinzip kann ich mich in den Credits vom Video, in meinen Videos gibt es keine Credits, aber wenn ich welche hätte, könnte ich mich als Set-Designer reinschreiben, weil ich tatsächlich früher die Halle mit aufgebaut habe.